Mein Name ist Reinhard Dietsche. Ich bin seit 6 Jahren Kirchenpfleger in Krischkönig hier in Augsburg. Die wesentlichen Aufgaben sind die Haushaltsplanung in Stiftung und Kindergarten, die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Rechnungswesens, Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen, Abwicklung von Personalangelegenheiten und, was wir hier nicht so haben, Verwaltung von Vermögen oder Kunstgegenständen. Also im Grundsatz sollte man kaufmännisches Verständnis und kaufmännische Grundkenntnisse mitbringen und auf jeden Fall einen gesunden Menschenverstand für das Miteinander in der Gemeinde. Also ich kann das mitmachen in der Kirchenverwaltung eigentlich nur jedem empfehlen, weil man dadurch in der Gemeinde die Möglichkeit hat, mitzugestalten und nicht zu denen gehört, die nur sagen, bei uns in der Gemeinde passiert nichts mehr, sondern selber die Möglichkeit hat, etwas zu entwickeln oder aufzubauen. Ja, das Laiengremium der Kirchenverwaltung unterstützt meiner Meinung nach den Herrn Pfarrer ganz wesentlich bei allen Verwaltungstätigkeiten, sodass er sich mehr seinen seelsorgerischen Tätigkeiten widmen kann. Das Laiengremium ist auch dazu da, natürlich zusammen mit dem Pfarrer Prioritäten zu setzen, was in der Gemeinde gemacht werden soll oder was nicht. Und am besten funktioniert es, so wie bei uns, wenn das gemeinsam und auf einer Wellenlänge gemacht werden kann. Mein Name ist Monika Tippel. Ich bin Kirchenpflegerin in der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Burgau. Ich engagiere mich als Kirchenpflegerin, weil mir die Arbeit Spaß macht. Ich komme aus dem Verwaltungsbüro und jetzt im Rentenalter bin ich dann auch etwas gefordert. Und die Arbeit mit den Sekretärinnen macht mir auch viel Freude, weil so komme ich auch mit jungen Leuten zusammen. Ich verstehe was von Büroarbeit, aber weniger von den baulichen Sachen. Und das ist dann die gute Zusammenarbeit in der Kirchenverwaltung, wenn verschiedene Berufe aufeinandertreffen. Es ist ein interessantes Aufgabengebiet und man kann sich auf vielfältige Weise einbringen.